Damit hallo und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir von Zelda die nächste Fähigkeit bekommen, und zwar Zeitumkehrer, was eigentlich eine sehr coole Fähigkeit ist. Und natürlich noch einer der besten Fähigkeiten, Deckensprung. So, dann wollten wir das Tor öffnen, aber hatten zu wenig Herz dafür. Deswegen wurde uns mitgeteilt, dass hier der letzte Schrein verborgen ist. Und dann gehen wir rein, Leute. Ich bin mega gespannt, was uns dann erwartet wird in diesem Schrein und hinter dem Tor. Vielleicht ist es Hyrule, vielleicht auch nicht. So, jetzt sind wir drin im Schrein. Umkehr. Ah, da brauchen wir wahrscheinlich Zeitumkehr, ja. So. Benutzen wir gleich hierfür. Für das Los. Und dann müsste es doch wieder zurückgehen. Also ich finde die Fähigkeit mega cool. Haben sie sich so viel einfallen lassen. So, heben wir auf. Was müssen wir hier machen? Wir müssen das hier durchlaufen lassen. Das Floß. Glaube ich. Oder? Geht's da durch? Ja, geht's. Aber hier ist ja auch ein neues. Was passiert denn hier jetzt? Wir werden einfach hoch gesprungen. So. Dann sind wir hier auch weiter. Was brauchen wir? Links ist wahrscheinlich eine Kiste. Die nehme ich gerne mit. Ja. Das ist so. Dann öffnen wir die Kiste und was ist drin? 10 Holzpfeile. Okay, das hat sich schon gelohnt. Dann heben wir es wieder auf und fahren wieder runter. So, was müssen wir hier machen? Einfach andersrum bewegen jetzt. Nee, oder? Das ist nicht die Lösung. So, jetzt vielleicht. Wie funktioniert denn das? So, haben wir es. Perfekt. So, dann haben wir den letzten Schrein auch geschafft. Segenslicht. So, jetzt haben wir 4 und können uns auch ein Herz holen. So. Sind wir wieder draußen aus dem Schrein. Und jetzt müssen wir doch. Ja, haben wir. Ne, haben wir wieder nicht. Müssen wir wieder hinlaufen. So, dann teleportieren wir wieder uns zum ersten Schrein, den wir bis jetzt hatten. Und dann geht's auch endlich hinter das Tor. Ich bin ultra gespannt. Vielleicht ist es eine neue Area, aber ich bezweifle, ich glaube, es ist Hyrule. Vielleicht kommen wir auch gleich ins Schloss rein, aber es wäre natürlich nice, aber ich glaube nicht. Obwohl, könnte eigentlich schon sein. So,
Hier ist Wasser, ja, perfekt. Machen wir einen Absprung. So. Dann müssen wir jetzt nur noch hochlaufen eigentlich zum Tempel. Holzpfeile hier. Wie haben wir denn jetzt? 43. Boah, schon geil, können wir. Ich frage mich jetzt nur eins. Können wir nicht? Ja, könnten wir doch, oder? Das wäre eine geile Abkürzung. Wenn ich jetzt einfach... geht das? Ja, geht. Perfekt. Gehen wir einfach hier jetzt durch. Mit Deckensprung. Ist einer, glaub, die Lieblingsfähigkeit im Moment von mir. Und Tears of the Kingdom. Und dann brauchen wir nur noch unsere Zeitumkehr wieder, um das Tor zu erreichen. Und dann haben wir es endlich geschafft, Leute. Sind wir aus dem Anfangsbereich draußen. So. Das machen wir so. Zeitumkehr. Komm hier rüber, schnell. So, perfekt. Anhalten. So eine Stasis haben sie sich, glaube ich, als vor Produkt genommen, aber nur ein bisschen anders. So, aufheben und jetzt beten wir um ein Herz. So, dann kriegen wir unser viertes Herz. Perfekt. Halten wir jetzt auch mal ein bisschen mehr aus. Jetzt ist anscheinend Ganons oder die das nächste Mal dir geraubt hat. Ah, wir kriegen das jetzt alles wieder zurück, ja. Und werden dadurch wieder stärker und das nächste Mal verlässt uns auch. Ja, dann würde ich sagen, öffnen wir das Tor. Wir sind bereit. Müsste doch gehen. Ja, jetzt funktioniert jetzt, glaube ich, richtig. Ja, mit einem Viertel haben wir es überlebt und haben damit das Tor erreicht. Du hast es geschafft. Die Pforte steht nun offen. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Doch die segensreichen Lichter, die du in den Schreinen erlangen konntest, scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang, aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Zeldas Beschreibung war zutreffend. Bitte kümmere dich um sie. Ich verlasse mich auf dich. Ja, finde ich jetzt ein bisschen schade. Er hat so den König Rohan gemacht. So, was müssen wir hier machen? Müssen wir einfach runter, oder? Ich glaube schon. Nee. Ah, wir brauchen unseren Deckensprung wieder. Perfekt. Dann hier hoch. Und dann auf zum Licht dahin. Boah, ich dachte gerade, ich sterbe fast. Ich soll hier wieder hoch.
Und dann haben wir das Licht erreicht. Link! Link! Bitte finde mich! Und dann würde ich sagen, müssen wir jetzt hier einfach runterspringen, oder? Nicht Sturzflug. Perfekt. Dann würde ich sagen, auf nach Hyrule. Können wir da drüben landen? Ich reagiere es lieber nicht. Und was sieht man jetzt hier? Hier ist das Schloss, das Schwebende. Hinten ist der Vulkan. Cool. Also haben sie Map nun. Haben sie sie komplett verändert? Ich glaube nicht, aber vielleicht ein das Schloss. Hat sich verändert, aber vielleicht ja noch mehr. So, Königreich Hyrule. Wir müssen anscheinend zum Schloss laufen. Ja, dann machen wir das mal. Sehe ich das richtig? Ein Goblin. Endlich, Leute. Endlich haben wir mal einen Goblin anzutreffen und nicht diese komischen Steinachsen. Ganz viele Äpfel. Bobblin Horn hat sich auch verändert. Und Bobblin Hauer nicht. So, was zur Hölle ist das hier? Kann man sich eine Kutsche oder was bauen? Anscheinend schon. Endlich, wir haben Hyrule-Pilze wieder. Aber wir haben ja kein Pferd. Wollen wir das ziehen? So. Was steht hier? Wiederaufbruchstrecke. Aha. Aber wir können halt nichts damit machen. So. In der Art, weil wir haben ja kein Pferd. Wenn wir uns jetzt eine Kutsche bauen würden, dann könnten wir die ja nicht ziehen. Vorne ist, glaube ich, nochmal Material.
Da ist ein Bocklin-Lager. Aber was ist da? Da war doch der Drache vorhin. Okay, dann gehen wir anscheinend direkt zum Schloss am Anfang des Spiels. Aber dann machen wir das mal so. Halbograf. Dann hier kann man nochmal sowas machen. Dann würde ich sagen, greifen wir die hier mal an. So, der Albert Burnt oben. Und halt jetzt so komische Sahne auch drauf. Ne? So, der eine ist tot. Dann werfe ich mit Stein, der andere auch. So, nehmen wir mal den ganzen Stuff. Bockblindschild. Haben wir jetzt endlich wieder. Was ist hier? Sonnenflecker. Die sind auch neu. So, dann gehen wir oben noch weg. So. Bockblindbogen brauchen wir nicht. So, was ist jetzt hier? Okay, da ist ein Schrein, dann gehen wir direkt zum Schrein hin, würde ich sagen. Ich glaube, wir nehmen unsere gut bekannte Synthese mal wieder her. Wo ist sie denn? Da hier. Ah, das ist doch... Ah, jetzt haben wir es zerstört. Ich meine, es war ja eh ein Kackschild. So, dann hier den Bockblind. Schlag zu. Was, ich hab doch geblockt. So, perfekt. Getötet. Bockblindhorn mitnehmen. Vielleicht hast du den Bock. Nee. Jetzt rum. So. Was ist denn da? Auf jeden Fall, dann im nächsten Part gehen wir zum Schloss, weil diesen Part werden wir das auch nicht mehr schaffen. Ich würde aber gern diese Stelle da noch. Das ist, ja, ich glaube schon Ivarok hier, oder? Nö. Was sind. Ich dachte, das sieht aus wie ein Ivarok, war es aber nicht. Da ist ein Turm. Den markieren wir uns auch mal. Da müssen wir auch hin. Ja. Aber was ist hier entdeckt? Abgrund der Ebene von Hyrule. Ich glaube, vielleicht kann man da rein. Ah, der hat da ein Schiff. Dann hier ist noch ein. So, da ist noch ein Schrein. So, dann machen wir diesen Schrein hier noch. Dann sind wir in Hyrule eigentlich gut angekommen gleich mit dem Schrein. So, dann gehen wir einfach mal straight hier entlang. So, was muss ich jetzt hier machen? Vielleicht Zeitumkehr brauchen wir vielleicht. Komme ich da irgendwie rüber? Was kann ich denn? Aha, ich glaube, wir können hier irgendwas mit der Zeit machen. Nee, wahrscheinlich nicht. Brauchen wir die Ultrahand wieder. Aber das kommt hier ja nicht durch. Oben drüber. Wir können das, glaube ich, nicht. Kann das nicht hoch tun. Wo kommt man? Wie?
Wir haben ja auch. Das könnte doch. Das könnte doch so klappen, oder? Ja, perfekt. Haben wir. So, so. So kommen wir easy rüber. Wir müssen hier anscheinend immer das durchquetschen. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Da brauchen wir. Ah, wir müssen das da durchbewegen. Und zwar die hier drüben. So. Das müsste doch klappen. Perfekt. Komm schon. So. So vielleicht. Wie soll denn das da reinpassen? Kann man das nicht entfernen? Nee, kann man nicht. Also es muss ja gehen. Warte mal. Nee, ich dachte, hier wäre was vielleicht. Uns weiterbringen. Wie soll das da durchgehen? Ich frag's mich gerade. Wie soll man denn das da durchbekommen? Ich frag's mich jetzt mal. Nintendo, jetzt mal ehrlich. Bin ich zu dumm für das Spiel? So, vielleicht. Nein, es muss ja. Das geht doch. Ja. Ja, bitte, 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 bitte. Ja, endlich! Wir haben es geschafft. So, dann das hier. So, das. Okay. Könnten wir doch einfach auch so hinmachen. Kann man nicht auf den klettern. Wie soll ich dann hochkommen? Frage ich mich mal jetzt mal wirklich. Aha. So, perfekt, endlich. Jetzt endlich, so nach 10 Minuten haben wir diesen Schrein geschafft. So, dann kriegen wir auch wieder ein Segeln. Licht. Licht. Ja, perfekt. So, dann haben wir auch den ersten Schrein in Hyrule abgeschlossen. Ja, Leute, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Part wieder einschaltet. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Im nächsten Part schauen wir uns das hier an und vielleicht schaffen wir es dann auch noch in diesen Stützpunkt oder was auch immer mit diesem Turm da war.
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Bis zum nächsten Mal und ciao.